überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 8112, studentische Mobilität sicherstellen, Erfolgsmodell Semesterticket stärken und Einigung im Streit um das VRR-Semesterticket erzielen. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Bayer hat für die Piraten das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Studierende. Heute vor 23 Jahren gab es Debatten im Landtag und einen Erlass des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung. Und die waren Grundlagen für die Einführung des Semestertickets, welches sicher auch von Ihnen als Erfolgsmodell bezeichnet wird. Wir sehen gerne, wie ein solidarisches Prinzip für stabile Einnahmen im ÖPNV und für eine studentische Mobilität sorgt, welche die Möglichkeiten des studentischen Lebens, des studentischen Austauschs und der studentischen Kultur erweitert. Wir wollen Kreativität, Innovation und Entwicklungschancen. Das Semesterticket ist eine Voraussetzung dafür. Deshalb hat gerade die Landespolitik für das solidarisch finanzierte Semesterticket die Verantwortung. Jetzt steht das Semesterticket zur Diskussion. Ja, tatsächlich, denn am Anfang steht nämlich das solidarische Prinzip. Dieses wird ignoriert, wenn die Preise und Bedingungen nicht fair ausgehandelt werden, sondern den Studierenden ein Alles-Nichts-Oder-Vertrag vorgelegt wird. Der VRR ist und bleibt die Referenz in NRW und daher betrifft es nicht nur Rhein-Ruhr, wenn nun in den dortigen Universitäten Urabstimmungen stattfinden. Die Studierenden brauchen ein Signal aus der Landespolitik, dass uns deren Studienbedingungen nicht egal sind, dass wir zum Erfolgsmodell Semesterticket stehen und es uns nicht egal ist, ob Semesterticket oder Young-Tickets verkauft werden oder ob in Zukunft noch Busse und Bahnen den Campus ausreichend bedienen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Hochschulpolitik, die flexible Mobilität zwischen allen Hochschulstandorten in NRW ist ein Qualitätsmerkmal für Lehre und Wissenschaft. Darum sollte das Semesterticket Ihr Anliegen sein. Und liebe Wirtschaftspolitiker und Politikerinnen, Sie verlangen nach Innovation und wünschen sich eine starke Hochschullandschaft. Das Semesterticket ist ein wichtiger Standortfaktor für unsere Hochschulen und sorgt bei den Studierenden für die für Kreativität und Innovation wichtige Flexibilität. Und liebe Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker, das Semesterticket zeigt, wie Mobilität für alle von allen getragen wird und dafür sorgt, dass allen eine ausreichende ÖPNV-Infrastruktur zur Uni zur Verfügung stehen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Bau- und Verkehrspolitik, ein Wegfall des Semestertickets an einigen Hochschulen würde zum Abbau von hochschulbezogenen ÖPNV-Angeboten führen und zu Parkplatzproblemen und erhöhten PKW-Verkehrsaufkommen führen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde der Umweltpolitik, würde auch den politischen Zielen unseres Landes widersprechen. Begreifen Sie also die Verantwortung der Landespolitik. Setzen Sie sich dafür ein, dass das Semesterticket als fair ausgehandeltes, solidarisch finanziertes Ticket bestehen bleibt. Setzen Sie sich dafür ein, dass in der Öffentlichkeit der Charakter des solidarisch finanzierten Tickets wahrgenommen wird und dass man dieses Prinzip auf andere Gruppen wie Auszubildende ausweiten kann. Befeuern Sie nicht eine Neiddebatte, in der zu unzulässig solidarisch finanzierte Tickets, normale Abo-Preise und Einzelticketpreise vermischt werden, in der Gehaltszahlungen oder Ausbildungsvergütung genauso vergessen werden wie die Pendlerpauschale. Wir sprechen beim Semesterticket von kollektiv und solidarisch eingekauften Tickets, die kaum Vertrieb, kein Marketing benötigen. Und auf den ersten Blick sind die Einnahmen natürlich höher, wenn man die Preise hier deutlich anhebt. Die Verkehrsverbünde haben auf die Unterfinanzierung durch Land und Bund nur überinflationäre Preissteigerungen entgegenzusetzen, die letztlich aber zum Problem werden. 44% Preissteigerung in 4 Jahren, sofern es bei dem normalen zusätzlichen Preissteigerung von 3,9% bleibt. Das sind 8,11 Euro pro Monat, die auch die Nichtnutzer des ÖPNV mitzahlen müssen. Das ist das Doppelte übrigens des von Ihnen so gefeierten Kindergeld zur Erhöhung, der Kindergelderhöhung. Mir geht es hier allerdings vor allem um die aktuelle Sackgassensituation und die natürliche Verantwortung der Landespolitik. Das solidarisch finanzierte Semesterticket ist
eine Errungenschaft und ein wichtiger Standortfaktor für die nordrhein-westfälische Hochschullandschaft und ermöglicht studentische Mobilität zu angemessenen Preisen. Unangemessen ist die aktuelle Praxis des VR. Die einzige Alternative wäre nun für die Hochschulen die Abschaffung des Semestertickets mit fatalen Verschlechterungen des ÖPNV-Angebots. Beides, so oder so, kann nicht im Sinne des Landtags NRW sein. Wir fordern die Landesregierung auf, jetzt einzugreifen und auch für Auszubildende nach einer Lösung, nach dem Vorbild des Semestertickets zu suchen, das zu entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Löcker. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in keinem anderen deutschen Verkehrsverbund finden sich 40 Hochschulstandorte und kein anderer Verbund meistert mit seinen Verkehrsunternehmen eine solche logistische Herausforderung, denn nur drei Standorte, Hochschulstandorte, sind direkt an den SPNV angebunden. Den weit größeren Rest leisten ja die Verkehrsunternehmen vor Ort, meine Damen und Herren. In den letzten Jahren haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den öffentlichen Personennahverkehr, öffentlichen Verkehr signifikant verändert. Es ist eben ein Spagat zwischen den Anforderungen unserer Kunden an moderne Busse und Bahnen und an ein leistungsstärkes Netz einerseits und der Notwendigkeit, die Nutzer auch stärker in die Finanzierung einzubinden. Unter allen Semestertickets ist im gesamten Bundesgebiet das in NRW sicher im Verhältnis zum Leistungsangebot das günstigste, meine Damen und Herren. Nach dem Grundsatz für knapp 19 Euro von Minden bis Zülpich durchs Land. Ich meine, das kann sich auch sehen lassen für die Studentinnen und Studenten. Das ist eine, wie ich finde, vernünftige Leistung. Fakt ist, dass es erhebliche Preisunterschiede zwischen Semesterticket und einem vergleichbaren Azubi-Ticket gibt. Und dieses Azubi-Ticket war ja auch 1992 ein Stück weit Richtwert dafür bei der Einführung dieses Semestertickets. Und dass es eine Gerechtigkeitslücke gibt, wenn man die so nennen will, dann ist das, denke ich, auch klar zu sehen. Wir meinen, dass sich der Preis des solidarfinanzierten VR-Semestertickets auch nach einer Erhöhung, meine Damen und Herren, für den einzelnen Nutzer durchaus auch noch günstig darstellen lassen kann. Und es bleibt auch unser politischer Wille, dass wir auch in Zukunft unseren Studentinnen und Studenten möglichst eine preisgünstige Mobilität ermöglichen. Und da soll es auch keine finanzielle Überforderung geben, damit das auch klar ist, meine Damen und Herren. Es muss dem Solidaritätsprinzip entsprechen und das heißt im Grunde genommen auch, dass alle mitfinanzieren müssen und dass aber jeder unterschiedlich nutzen darf. Nur so kann das Semesterticket auch im Rahmen der Mischfinanzierung günstiger als vergleichbare Monatstickets angeboten werden. Und dieses Prinzip, meine ich, hat sich auch bewährt. Unsere Haltung ist ja im Übrigen auch nicht neu in dem Zusammenhang. Die haben wir auch schon letztes Jahr in dem Zusammenhang deutlich gemacht. Und ich will es mal so formulieren, Semesterticket in NRW ist eben, wenn sich die verfasste Studentenschaft mit den Verkehrsunternehmen über die Inhalte verständigen und einen Vertrag schließen, meine Damen und Herren. Und nicht, wenn die Politik Vorgaben macht, sich aktiv in die Preisgestaltung einmischt und hinterher sozusagen die Zeche im Landeshaushalt abgebildet werden muss. Wir halten davon wenig, das sage ich sehr deutlich. Und wir halten auch nichts davon, dass weitere Akteure wie die IAK auch im späteren Prozess weitere Debatten darüber führen soll, wie die Preisgestaltung von Azubi-Tickets und Schülertickets in Zukunft aussehen soll. Es braucht vielleicht nicht weniger Beteiligung, um es mal so auszudrücken, sondern es braucht insbesondere, meine Damen und Herren, eine auskömmliche Finanzierung im ÖPNV. Das ist das Thema, glauben wir, und das ist auch in die entsprechende Enquetekommission überführt worden. Und warum man jetzt einzelne Themen rauspickt in dem Zusammenhang, kann man vielleicht mit der Situation, die sich zurzeit darstellt, begründen. Aber es braucht im Grunde genommen auch Zeit, dass wir uns um dieses Thema kümmern. Und da kann man eben nicht einzelne Themen rauspicken, je nach Gusto. Davon halten wir auf jeden Fall nichts. Und deshalb ist die Antwort zu Ihrem Antrag aus unserer Sicht auch ziemlich klar. Wir hatten nichts von einem Eingriff über Rechtsaufsicht, wenn man das so sagen darf, in die Verhandlungen. Tariferhöhungen sind Sache der Verkehrsunternehmen, meine Damen und Herren, und ihren Zweckverbänden. Das muss klar sein. Ein Eingriffsrecht des Landes ist eben auch zurzeit nicht vorgesehen und wir wollen das auch nicht. Dies gilt auch insbesondere für das Semesterticket, glauben wir, weil es eben ein Vertrag auf Gegenseitigkeit ist, meine Damen und Herren. Vorgaben unsererseits würden ja unweigerlich zu Ausgleichszahlungen führen, damit das auch klar ist. Wir halten also fest, die Piraten machen hier Vorschläge mit weitreichenden Folgen für die ÖPNV-Finanzierung, picken sich dabei einzelne Nutzergruppen heraus und fordern für diese auch noch direkte Eingriffe in die Preisgestaltungshoheit der Verkehrsunternehmen. Und das auch noch ohne rechtliche Grundlage.
Das ist aus unserer Sicht schlicht unseriös und auch kein Beitrag dazu, das Problem zu lösen, meine Damen und Herren. Unser Rat ist da eher, jetzt mal Facebook aus, so kann es mal sagen, Shitstorm weg, Studentenforum abgeschaltet und bis nach Mitternacht, so würde ich es formulieren, mal verhandeln. Und dass das geht, weiß man auch auf EU-Ebene und woanders bereits. Morgens zwischen 4 und 5 Uhr werden da die besten Ergebnisse erreicht, meine Damen und Herren. Und Ergebnisse erzielt man am Verhandlungstisch und nicht über die Zeitung mit 4 großen Buchstaben oder über eine Empörungswelle im Facebook. Und in diesem Sinne werten wir auch den Presseartikel von gestern des neuen gewählten Vorsitzenden der Asten hier in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, er will sich um dieses Thema jetzt mal vorrangig kümmern und versuchen, einen Kompromiss herzustellen. Darauf warten wir gerne. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Rehbaum. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Piraten, der uns hier vorliegt zum Semesterticket, ist, wenn man es mal etwas kabarettistisch darstellt, so überflüssig wie ein Sandkasten in der Wüste. Denn es ist bereits mehrfach jetzt angeklungen worden, ich bin auch dem Kollegen Löcker an dieser Stelle dankbar, dass er diese klaren Worte gefunden hat. Das Land hat hier keine Entscheidungskompetenz. Wir haben zum Zweiten den Punkt, dass sich die Enquete-Kommission für die Zukunft des ÖPNV, für die Finanzierung des ÖPNV mit diesem Thema beschäftigen wird. Und es wird von Seiten des Vorsitzenden dieses Ausschusses immer wieder darauf hingewiesen, dass wir einen festen Fahrplan haben mit Themen, die wir uns setzen. Und genau dieses Thema wird kommen. Das Thema steht schon auf dem Plan. Und deswegen ist es etwas unverständlich, dass wir jetzt plötzlich hier einsteigen, dieses Thema öffentlich zu debattieren. Das ist wirklich sehr interessant. Der Vorsitzende der Kommission ist Herr Bayer. Und gut, es mag jetzt eine zeitliche Überschneidung gewesen sein, dass Sie den Antrag schon hatten und wir darüber in der Enquete-Kommission gesprochen haben, dass wir da sehr sorgsam mit umgehen wollten. Glücklich ist das so nicht. Das Semesterticket ist ein Erfolgsmodell. Seit 1992 gibt es das im VRR, über 200.000 Studierende profitieren davon, ein Solidarmodell, wie es im Buche steht. Vorteile für die Studierenden liegen auf der Hand, günstiger ÖPNV das ganze Jahr, vielleicht sogar so günstig, dass sich der eine oder andere noch ein Semester länger einschreibt. Ich habe von sowas mal gehört. Und die sorgen natürlich, dass es Studenten gibt, Studierende gibt, wie auch immer, die nicht mit dem ÖPNV fahren. Das ist natürlich auch ein Thema, aber bei einem Solidarmodell, da gibt es halt Profiteure und welche, die das Solidarmodell stützen. Natürlich besteht die Sorge, dass in Zukunft das Semesterticket teurer wird. Wer hat schon gerne, wenn die Lebenskosten, die Lebenshaltungskosten teurer wird? Aber diese Sorgen muss man ernst nehmen, völlig klar. Die Unternehmen haben aber auch Vorteile durch dieses Semesterticket. Das möchte ich an der Stelle auch klar sagen. Sie haben einen weiteren Deckungsbeitrag für ihre Kosten, die nun mal da sind. Es gibt aber auch bei den Unternehmen Sorgen, dass es eben nicht nur zusätzliche Einnahmen sind, sondern dort, wo man starke Studentenpendlerströme hat, auch zusätzliche Fahrzeuge in Umlauf gebracht werden müssen und damit auch Fixkosten steigen. Insgesamt kann man aber sagen, die Studenten und die Unternehmen haben Vorteile durch das Semesterticket. Es ist eine sogenannte Win-Win-Situation und daran sind wir natürlich grundsätzlich interessiert. Dass Preisanpassungen kommen müssen, liegt zum Beispiel auch daran, dass wir natürlich Kostensteigerungen haben. Wir haben im Nahverkehr etwa 50% Lohnkosten. Wenn wir dort die vernünftigen Tarifsteigerungen haben, die Busfahrerinnen, die Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer haben müssen, wenn wir die umsetzen, dann müssen auch irgendwann die Preise im Nahverkehr steigen. Wir haben Barrierefreiheit umzusetzen. Wir haben Erneuerungsinvestitionen, gerade in den Stadtbahnsystemen durchzuführen. Überall haben wir große Kostenprobleme im Nahverkehr und da ist es sicherlich nicht mehr als recht, gelegentlich eine Preisanpassung für das Semesterticket wie für alle anderen Sortimente zu fordern. Ja, die Vertragspartner für das Semesterticket sind eben nicht das Land, nicht das Parlament, auch nicht die einzelne Uni. Es sind die verfassten Studierenden an der Stelle, die
die Asten, die sich dort zusammentun. Wir haben an der anderen Seite den VRR, quasi stellvertretend für die Unternehmen. Das sind die beiden Vertragspartner, die sich um die Zukunft des Semestertickets kümmern müssen und kümmern tun. Entschuldigung. Und wir glauben, dass diese beiden Vertragspartner weise genug sind, diese Verhandlungen nicht vor die Wand fahren zu lassen, denn beide haben ein Interesse, dass es weitergeht. Diese Weisheit sollten wir hier aus diesem Hohen Haus nicht beeinflussen wollen, denn ich glaube, mit einem so nicht weisen Antrag würden wir das tun, wenn wir dem jetzt zustimmen würden. Das wäre eine Einflussnahme in Vertragsverhandlungen, die an einem runden Tisch stattfindet und eben nicht in diesem runden Saal hier. Von daher, Herr ganz Kollege, klares Votum. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte sehr. Von Herrn Bayer, wenn ich es richtig sehe. Dann gerne. Bitte schön, Herr Bayer. Moment. Ja, vielen Dank, Herr Rehbaum, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Die Enquete-Kommission beschäftigt sich ja jetzt nicht aktuell mit Semesterticket, das ist ein sehr aktuelles Thema. Die Landespolitik verweist jetzt auf VRR und Studierende, aber der VRR verweist ja auf die politischen Gremien des VRRs und die politischen Gremien verweisen wieder auf die Finanzlage in den Städten und die Landespolitik. Wie soll man denn diesen Kreis durchbrechen? Ja, Sie haben es ja selber schon gesagt, der VRR ist auch ein politisches Gremium mit Fraktionen, mit allem drum und dran. Dahinter stecken dann die Städte und Gemeinden. Das ist doch völlig klar, dass dort die Kommunen auch mit im Boot sind und dass es den Kommunen so schlecht geht. Da haben wir doch jetzt wirklich seit Jahren hier Debatten geführt. Das liegt daran, dass das Land finanziell vorm Abgrund steht. Und das können wir natürlich gemeinsam gerne lösen. Wenn Sie uns unseren Anträgen zur Haushaltskonsolidierung folgen, können wir da was tun. Aber das hat an dieser Stelle nur wirklich nichts zu suchen. Und lass uns doch wirklich die Leute dort ihre Arbeit machen beim VRR und bei den gemeinsam verfassten Studierenden. Und dann kommen wir doch der Sache näher. Wir sollten hier nicht eingreifen in die Verhandlungen dieser beiden Vertragspartner, denn so schlimm läuft es auch nicht. Und wenn irgendwann ein Schlichter erforderlich ist, dann können wir ja mal überlegen, wer das wohl sein könnte. Aber bis dahin erstmal lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rehbaum. Und nun spricht als Frage von Herrn Bayer. Nö, da sind hier keine angemeldet. Als nächster Redner spricht für die Grüne Fraktion Herr Kollege Beu. Werter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Antragsteller. Wir haben großes Verständnis dafür, dass die vom VRR vorgeschlagenen Preiserhöhungen auf Vorbehalte seitens der Studierendenschaft stoßen. Wir teilen die Auffassung, dass die Preiserhöhungen vor allem in Kombination mit den außergewöhnlichen Erhöhungen und den normalen Tariferhöhungen zu deutlichen Steigerungen führen, die sich für viele Studierende eine spürbare Mehrbelastung. Ein nicht unkritischer Punkt des Solidarmodells ist, dass für Studierende, die direkt an der Hochschule wohnen, häufig das Fahrrad nutzen und selten mit Bus und Bahn fahren wollen, es ärgerlich ist, wenn die Preise für Leistungen deutlich erhöht werden, die sie nicht oft in Anspruch nehmen. Nur ist das der Grundpfeiler des Solidarmodells überhaupt, des Solidarmodells Semesterticket. Es ermöglicht eben auch im Sinne der Solidarität sehr niedrige Preise für Studierende, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Denn natürlich ist darauf hinzuweisen, dass unter 30 Euro pro Monat als Ticketpreis für Personen, die den ÖPNV regelmäßig nutzen, dieses sehr, sehr günstig ist. Die einzelnen Studierendenschaften sind grundsätzlich und uneingeschränkt frei darin, das Semesterticket mit dem Solidarmodell in Anspruch zu nehmen oder nicht. Wir werden Ihnen dahingehend keine Empfehlungen oder gar juristische Zwänge auferlegen, denn dies würde der Autonomie der Studierendenschaften widersprechen. Dieses eindeutige Bekenntnis zur Autonomie betrifft das gesamte Verhältnis der Vertragspartner beim Semesterticket. Die im Verkehrsverbund organisierten Kommunen mit ihren Verkehrsunternehmen machen ein Angebot, bei dem die Studierenden entscheiden können, ob sie dieses annehmen oder nicht. Das Land kann und will hier keine konkreten Vorgaben zur Preisgestaltung machen. Abseits dessen, dass es mit seinen jährlichen Zahlungen aus seinem Landeshaushalt den Preis nochmals niedriger hält, als er sonst wäre.
Neben allgemeinen rechtlichen Fragen einer weitergehenden Einmischung des Landes wäre eine weitere gravierende Folge, dass dies ansatzweise eine Betrachtung des Angebots nach Preis und Leistung möglich wäre. Das ÖPNV-Angebot ist an den unterschiedlichen Hochschulstandorten verschieden ausgestaltet und dies sollte sich auch in den Preisen widerspiegeln. Insgesamt zeigt die Lage an verschiedenen Hochschulstandorten innerhalb und außerhalb von Nordrhein-Westfalen ein sehr heterogenes Bild. So kostet ein Semesterticket beispielsweise in Aachen 17 Euro, in Paderborn 28 Euro und in Mainz über 30 Euro. Von daher dürfte sich auch der zukünftige Ticketpreis im VRR angesichts der vergleichsweise guten ÖPNV-Angebots in diesem Tarifgebiet im Rahmen halten. Auch die vorgesehene außerordentliche Erhöhung der Preise ist grundsätzlich nachvollziehbar, wenn man sich die Preisentwicklung bei vergleichbaren normalen Tickets oder Tickets für Auszubildende ansieht. Das Problem ist allerdings die kumulative Wirkung bei den normalen Preiserhöhungen. Nach unseren Berechnungen würde dies dazu führen, dass im Jahr 2019 bei angenommenen 3,5% normaler Preiserhöhung pro Jahr ein Endpreis von rund 26 Euro zustande kommen würde. Ungefähr die Hälfte des Zuwachs im Vergleich zum Status quo entstünde durch die üblichen Tarifanhebungen. Hier sehen wir vor allem einen Ansatz, um die Preisentwicklung des Semestertickets, aber auch aller anderen Tickets zu begrenzen. Jahr für Jahr wird Nordrhein-Westfalen beim Kostenausgleich für die Leistung des Schienenpersonennahverkehrs benachteiligt. Aufgrund von Regelungen zu Beginn der 1990er Jahre erhält NRW gerade einmal 15,8% für den SPNV, obwohl NRW knapp 22% der Bevölkerung stellt. Die Differenz liegt bei ungefähr 440 Millionen Euro jährlich. Hinzu kommt eine mangelhafte Fortschreibung der Mittel von derzeit 1,5%, obwohl die Preise für die Nutzung von Schienen und Infrastruktur deutlich stärker steigen. Wir haben uns intensiv als Grüne auf Bundesebene für eine Erhöhung der Mittel und einen angemessenen Anteil des Landes NRW eingesetzt. Das Verfahren läuft noch. Wir hoffen uns daraus explizit auch neue Spielräume für eine attraktive Tarifgestaltung der Verbünde und deutlich geringere Preissteigerungen. Ungeachtet dessen bemühen wir uns ständig um Verbesserungen im ÖPNV. Wir sehen durchaus, dass die Struktur der Verkehrsverbünde hinterfragt werden kann. Dieses diskutieren wir ja auch gerade in der ÖPNV-Enquete zur Finanzierung der öffentlichen Verkehrsmittel. Diese Diskussionen müssen jedoch auch die besondere Rolle der Kommunen und ihrer Verkehrsbetriebe berücksichtigen. Daher müssen wir darauf hinweisen, dass eventuell daraus resultierende Lösungen für die aktuelle Frage beim Semesterticket keine Antworten geben können, sondern erst mittelfristig. Jede weitere überproportionale Vergünstigung des Semestertickets würde heute die Verteuerung der anderen Fahrkartenarte zur Folge haben. Es ist nicht sozial, wenn beispielsweise eine Verkäuferin oder eine angestellte Friseurin, die knapp über den Grenzen des Sozialtickets verdient, andererseits keine Möglichkeit eines Jobtickets hat, am Ende den vierfachen Preis für ihre normale Monatstaxe zahlen muss. Wir appellieren an die verfassten Studierendenschaften und an die Vertreterinnen und Vertreter in den kommunal verfassten Verkehrsverbünden, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und im beidseitigen Interesse die Zukunft der Semestertickets in NRW sicherzustellen. Das Land kann hier keine Ausputzerrolle übernehmen. Die Zuständigkeiten sind klar geregelt. Deshalb kann der Piratenantrag nur abgelehnt werden. Vielen Dank, Herr Beu. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Rasche. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Piraten haben in den vergangenen Monaten einige Anträge zum Bereich Schienenpersonennahverkehr ÖPNV gestellt. Der Minister hat das dann immer zusammengefasst mit der Formulierung kein ÖPNV auf Lau. Und in diese Tendenz, möglichst billig, fast kostenlos ÖPNV und SPNV zu organisieren, geht erneut Ihre Initiative mit diesem Antrag. Das ist finanziell unseriös und das ist zudem selbst für die Studenten unglaubwürdig. Das Semesterticket in Nordrhein-Westfalen beim VRR ist im Vergleich zu anderen Metropolen in Deutschland nach wie vor sehr, sehr günstig und das ist gut so und das soll auch so bleiben. Aber die Befürchtung, dass durch diese Erhöhung, die jetzt vorgenommen werden musste, sich die Studierenden das Studium nicht mehr leisten können, ist absurd. Und eine Sozialdebatte in diesem Zusammenhang zu führen, ist ebenso absurd und aus unserer Sicht missbräuchlich. So geht man mit den Studenten, meine Damen und Herren, nicht um. Wir brauchen also eine finanziell seriöse Regelung beim Semesterticket, die erreicht, dass die Studenten mit einem angemessenen Beitrag beteiligt werden und die zudem sicherstellt, dass die Finanzierung des Systems aufrechterhalten werden kann.
Mit einem seriösen Ausgleich dieser unterschiedlichen Interessen der Beteiligten hat Ihr Antrag leider nichts zu tun, und deshalb können wir dem auch nicht zustimmen. Wir würden gerne mehr Geld in den Schienenpersonennahverkehr stecken. Ich glaube, das wollen alle Fraktionen in diesem Haus. Aber dafür wäre es notwendig, dass Nordrhein-Westfalen einen fairen Anteil des Bundes an den großen Kuchen Schienenpersonennahverkehr erhält. Das fordern alle Fraktionen. Die Einzigen, die es blockieren, sind Union und SPD in der Großen Koalition in Berlin. Hier müssen wir weiter angreifen, weiter tätig werden. Der Minister schmunzelt ganz leicht. Dann können wir uns auch mehr leisten, auch für die Studenten. Ansonsten ist das leider unmöglich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rasche. Und nun spricht der Minister, Herr Groschek. Nein, ich habe, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich habe gerade nur mal hochgerechnet, wie viel Bären ihr Fell geben müssten, um das zu verteilen, was jetzt schon im Vorgriff von mehr Regionalisierungsmitteln verteilt wird. Wir sollten eins nach dem anderen tun. Wir sollten eins nach dem anderen tun, und deshalb bin ich den übrigen Fraktionen ausgesprochen dankbar, dass sie mit Realismus darauf hingewiesen haben, dass der Antrag der Piratenfraktion im Grunde ein Sträußchen Vergissmeinnicht in Richtung studentische Wählerinnen und Wähler ist, aber keine ernsthafte Perspektive zur Lösung unserer Nahverkehrsprobleme. Ich glaube, die unterschiedlichen Wortbeiträge der übrigen Fraktionen haben das Problem richtig umrissen, haben darauf hingewiesen, dass es nach wie vor keinen Zweifel daran geben kann, dass ein sehr gutes Semesterticket allenfalls ein gutes werden kann, wenn es sich verschlechtern sollte aus Sicht von Studentinnen und Studenten. Viele Bundesländer gucken neidvoll auf das, was wir anbieten können in Form des Semestertickets. Und deshalb vertraue ich auf die Verhandlungsfähigkeit und Konsensfähigkeit der beiden beteiligten Seiten. Auch die Studentinnen und Studenten wissen, dass mehr Qualität, auch mehr Lohnqualität für Fahrerinnen und Fahrer den Preis hat, der bezahlt werden muss. Und wenn man alle Fahrgäste an dieser neuen Preisgestaltung beteiligt, werden alle ein wenig mehr bezahlen müssen. Eine Fahrgastgruppe besonders zu privilegieren, macht da keinen Sinn, weil die Not, die soziale Not, Herr Rasche hat darauf hingewiesen beispielsweise, jetzt nicht einseitig bei einer Gruppe verortet werden kann. Wenn man über soziale Bedrängnis von Studentinnen und Studenten redet, dann muss man einen anderen Aspekt betonen als den eines erhöhten Semestertickets. Aber das ist eine Diskussion, die wir ja auch im Ausschuss weiterführen können. Vielen Dank dafür, dass es eine breite Ablehnung dieses Antrages gibt. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Und damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also dem Inhalt des Antrags mit der Drucksache Nummer 8112 zu? Die Fraktion der Piraten. Wer müsste ja eigentlich sagen, der Piratinnen und Piraten? Verdammt, guck mal, jetzt merke ich das erst. Also, für heute einmal, ja, zugestimmt haben die Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich nicht, auch ohne Brille nicht. Damit ist der Antrag mit Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9.